Meine Leute, Siapplin hier. Heute geht's mal um fucking Metacritic. Die tollste aller Bewertungsplattformen für Videospiele. Und zwar, wie wir wahrscheinlich alle mitbekommen haben, The Last of Us 2 war ein sehr spaltendes Spiel. Nennen wir es spaltend, um nett zu sein. Also auf jeden Fall, wir haben alle mitbekommen, was Metacritic für tolle Sachen gehabt hat. Auf der einen Seite war halt einfach gefühlt jeder fucking nochmal Kritiker-Score einfach 100 Punkte von 100 Punkten oder 10 von 10 oder was auch immer jeder jeweils haben für die jeweilige Stelle. Auf der anderen Seite waren halt die User-Reviews irgendwie so ein 3.2 oder so etwas. Einfach weil jetzt Review-bombt wurde. Ich habe eigentlich eine Weile lang gewartet, weil ich dachte mir, okay, Metacritic könnte ja gucken, ob sie es fixen. Jetzt ist es, bald ein halbes Jahr später oder so. Und sie haben nichts gemacht. So, es ist immer noch ein fucking Dumpsterfeuer, Junge. So, ich weiß nicht, wie sie es verkackt haben, aber sie haben es so hart verkackt, ich kann diese Plattform halt auch nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, Metacritic war schon immer ein bisschen biased, einfach weil viele Kritiker halt auf diese, vor dem Release Kopien halt einfach fucking angewiesen sind, da sie sonst halt nicht leben können von ihren Artikeln. Aber ja, jetzt wird's halt noch schlimmer, weil einfach dieses User-Review-Bombing einfach fucking nochmal komplett eskaliert. So, das kann jetzt auch einfach in die komplett andere Richtung schießen, wie halt irgendwie, so viele, irgendwie ein paar Leute haten das, also Fans, weil dann die Reviews einfach auf so 9.9 hoch, so, und dann ist es halt auch nicht mehr akkurat. So, es ist einfach gefuckt. Es ist fucked, Junge. So, die Journalisten-Reviews sind halt nicht wirklich vertrauensbar, da sie halt immer zumindest dem Game irgendwie eine 6 bis 8 geben, weil sonst kriegen sie halt keine Review-Copies mehr und können halt kein Geld mehr durch ihre Website und ihre Artikel machen. Auf der anderen Seite, die User-Reviews sind halt fucking biased und es ist nicht so schwer irgendwie mit Bots zu spammen. Also, es wird irgendwie sehr, sehr, sehr weird sein. So, ich meine, es ist halt einfach ein fucking Dumpsterfire und ich weiß halt nicht mehr, worauf soll man halt fucking nochmal vertrauen, wenn man das Spiel zum Release-Date haben möchte, so. Es ist halt die einzigste wirkliche Möglichkeit, die man noch haben kann, ist halt einfach 3-4 Wochen warten auf die richtigen, Independent Reviews und dann halt einfach sich entscheiden, aber naja, dann ist halt nicht mehr der Hype da, dann ist man nicht mehr so thrilled, dieses Spiel zu spielen. Naja, ist doch scheißegal. Danke fürs Anhören, ne? Bleibt toxisch, der abonniert mich, disliked mich, entbimmelt die fucking Glocke und jetzt.